Ich wäre auch zu Ihnen gekommen. Ich wollte nur vermeiden, dass Sie sich anstellen, weil Sie dürfen mit dem Wohnmobil leider nicht hochfahren. Wir haben ein Fahrverbot für Campingfahrzeuge. Sie können alternativ hier unten oder beim Campingplatz parken und mit dem Bus hochfahren. Auch mit so kleinem Wohnmobil? Nein, gar keine. Sogar Autos, wo Matratzen drin sind, dürfen nicht hoch. Okay. Ja, dann drehe ich jetzt mal. Tut mir leid, aber ist leider die Regel. Ist ja nicht Ihre Schuld. Ja, sehr schade. Okay, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu meinem Stellplatzbericht in Meierhofen. Das ist unweit der Olper Hütte, wo es diese berühmte Hängebrücke gibt. Die möchte ich mir anschauen. Ja, und da kann man mit dem Wohnmobil nicht hochfahren. Kann man noch nicht mal mit, also Auto mit Matratze hochfahren und Dachzelt und so weiter. Da sind die ganz, ganz streng. Also muss man hier unten parken. Das kann man machen für 6 Euro. Ja, oder man kann hier übernachten auf diesem Stellplatz. Das kostet jetzt zurzeit Oktober 2023 17 Euro. Und so schaut das hier aus. Toilette. Ja, zeige ich euch. Manche sind ja auch mit ohne Toilette unterwegs. Und dann ist das natürlich wichtig. Keine Frage. Und hier kann man natürlich auch, wenn es nicht gerade ein Chemieklo ist, auch seine Kassettentoilette ausleeren. Ne, so schaut das aus. Also ganz ordentlich, ganz sauber kann man also auf jeden Fall auf die Toilette gehen. Gibt aber kein Toilettenpapier und keine Handtücher, ne, für alle, die darauf Wert legen. Und hier hat man aber Seifenspender. Ja, gibt sogar eine Rutsche, also für alle, die gerne mal rutschen wollen. Und ein paar Plastikstühle, aber die haben wir ja selber dabei. Und ganz zünftig hier so eine Bierzeltgarnitur. Ja, hier kann man schon, glaube ich, lecker Bierchen trinken. Ja, dann kann man hier seinen Kram spülen. Aber man kann hier keinen Müll abgeben. Also Müll müsst ihr wieder selber mitbringen. Ja, ist halt so. Schmutzwasser könnt ihr hier auch nicht entleeren. Aber ihr könnt hier wunderbar stehen in dieser Bergkulisse. Ja, also hier ist überall ganz viel Berge rundherum. Ja, ist direkt an der Straße gelegen, aber hier fahren so gut wie keine Autos. Ja, gibt auch noch Duschen. Sehr gut. Kostet aber dann nochmal 1 Euro. Wie lange man duschen kann, weiß ich nicht. Aber das ist eine sehr große Dusche. Also wenn man so will, eine Partnerdusche. Kann man ja, sich gegenseitig einweichen. Ja, wie gesagt, leider. Ist dazu hier das Geschäft, beziehungsweise diese kleine Bar, so gegen ein paar Knödel mit Sauerkraut und so weiter, hätte ich jetzt nichts einzuwenden. Ja, wie ihr seht, ihr steht hier genau am Bach, also direkt am Bach. Ist jetzt nicht so viel Wasser drin, aber prinzipiell hört ihr hier sehr schön das Bachrauschen. Ja, ist so ein länglicher Stellplatz. Ne? Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, stellt euch hier oben hin oder so die ersten ein, zwei Plätze hier, weil dann wird es schon sehr schräg. Na, ihr seht, da sind schon, hat er schon Keile drunter. Und da ich keine Keile dabei habe, freue ich mich immer über einen geraden Platz. Ja, die Gegend ist vor allen Dingen bei diesen, wie heißen die, Boulder, ne? Die Leute, die ja so klettern an so nicht so hohen Felsen, aber natürlich auch so ein großes Kletterparadies. Na, ihr seht, hier ist eine Menge los.
ist ja in ganz Tirol natürlich der Fall. Aber das scheint hier so eine Boulder-Gegend zu sein. Ja, hier ist der Parkautomat. Ihr seht die Parkgebühren. Übernachtungsgebühr ist hier 17 Euro. Tagesticket kostet 6 Euro. Und wenn er erst ab 4 kommt, dann nur 4 Euro. Das Bezahlen ist denkbar einfach. Ne, ihr wählt halt hier, Moment, hier, so, hier wählt ihr halt euer Ticket. 6 Euro, 17 Euro, fertig. Dann sagt er hier, okay, haltet hier eure EC-Karte dran. Und dann kommt schon das Ticket raus. Also einfacher geht's nicht. Einer der einfachsten Parkautomaten, die ich bisher gesehen habe. Also in Verbindung mit Wohnmobile. Ihr könnt natürlich auch Cash zahlen. Müsst halt 17 Euro in Kleingeld haben. Es gibt hier auch so eine App, ne? Da könnt ihr also auch bargeldlos bezahlen, also über die App. Aber ja, ich wollte es euch nur gesagt haben. Der Busplatz oder Bushaltestelle. Casa Alarm heißt der hier. Casa Alm heißt der. Hier zeige ich euch mal die Abfahrtzeiten. Ist im, ja, im Hochbetrieb, im Hochsommer alle halbe Stunde. Aber jetzt im Oktober fährt er also 9:29 Uhr, 8:29 Uhr, 10:29 Uhr und so weiter. Der letzte Bus 17:29 Uhr. Aber ihr müsst ja bedenken, ihr wollt ja auch wieder zurück. Das ist also eigentlich so für uns nur ein theoretischer Wert, sei denn, ihr wollt da oben übernachten. Hier oben, ne, also da unten ist der Stellplatz. So, und hier oben ist noch ein Parkplatz. Hier dürft ihr aber nicht übernachten. Hier sind sozusagen die Tagesgäste. Ich nehme euch mal schnell mit auf meine Stellplatzkarte und zeige euch, wo der Platz genau liegt. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stellplatzkarte schon kennt. Hier sind alle Stellplätze, auf denen ich übernachtet habe, eingezeichnet. Aber auch Städte, die ich besucht habe, sogenannte Point of Interest. Und auch Wanderungen. Die roten Icons sind Stellplätze, wo ihr Geld bezahlen müsst. Die grünen sind offizielle Stellplätze, die kostenlos sind. Und die mit P gekennzeichneten Icons sind Parkplätze, wo ich übernachtet habe. Klickt ihr auf eines der Icons, bekommt den Videolink hier angezeigt. Und dann könnt ihr hier draufklicken. Und seid sofort bei dem Video. Der Stellplatz Meierhofen befindet sich etwas unterhalb des Schlägeis-Stausees bzw. Olpauer Hütte. Hier haben wir Innsbruck, hier haben wir den Brenner, hier ist Krimmel. Also da habt ihr ungefähr eine Orientierung, wo der Stellplatz liegt. Vielleicht noch ein paar kurze Infos. Also erstens, Fernsehgucken ist hier schlecht mit Satellitenschüsseln, ne, so in den Tälern. Zweitens, Internet ist hier super, hier in den Tälern. Und vielleicht noch eine Sache mit den Linerfahrern. Also hier kann man auch mit einem großen Fahrzeug hinkommen. Zumindest fährt hier auch so ein Reisebus, beziehungsweise so ein Bus von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die meisten Linerfahrer, die können ja richtig gut mit ihren Autos umgehen, das muss man schon sagen. Das ist auf jeden Fall eine super schöne Strecke hier hoch. Als ehemaliger Motorradfahrer fahre ich solche Straßen ja total gerne. Und mit meinem kleinen Fuzzi da hinten geht das natürlich super. Ja, was soll ich sagen? Hier ist ein Bus, ein ganz Stück ein Bus vor mir hergefahren. Also hier so ein öffentlich Verkehrsmittelbus. Da bin ich kaum dran geblieben. Also der fährt hier, glaube ich, öfters. Vielleicht so als Tipp, ich würde so, ja, so um 9 Uhr spätestens würde ich hier anfahren. Dann könnt ihr so um nur halb 10 den Bus nehmen. Und dann habt ihr einen schönen Tag da oben in der Bergwelt. Könnt ihr ein bisschen Mittagessen, ein bisschen wandern, was auch immer. Der letzte Bus fährt, glaube ich, um 18 Uhr da wieder los. Also circa 18 Uhr. Ich war noch nicht oben, aber hier fährt dann 18:29 Uhr hoch. Ich denke mal, so eine halbe Stunde Fahrt ist das ungefähr. Ja, und dann habt ihr dann einen schönen Tag. Ich finde den Platz super, muss ich sagen. Ist so, ja, nicht ganz naturbelassen, aber man fühlt sich schon wohl. Gut, wir haben jetzt Oktober, da ist sowieso hier nicht so viel los. Finde ich super. Im Hochsommer werdet ihr wahrscheinlich da, keine Ahnung, das wird schon schwierig, da zu übernachten. Also denke ich mal, da wird hier der Teufel los sein. Tja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug. Super schöne Übernachtungsplätze, wo ihr, wenn ihr morgens die Tür aufmacht, gleich sagt: Ha, hier bin ich zu Hause. Bis dann, tschüss.